Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Sendung von unserer Kochshow mit dem Titel Doctor's Kitchen Talk. Heute wollen wir Ihnen mal wieder ein leckeres Dessert vorstellen. Erst einmal möchte ich Ihnen aber sagen, dass wir vor ein paar Wochen von dem Fernsehsender QS24, wo auch diese Sendung ausgestrahlt ist, die Sie gerade sehen, einen Preis bekommen haben. Und diesen Preis haben wir erhalten als Team, die ganze Klinik, die Küche, wir Ärzte, als innovative Klinik. Weil das, was wir hier machen, mehr als innovativ ist. Nicht nur im Rahmen der Ernährung, sondern was wir hier machen ist, wir versuchen zu verstehen, warum Sie krank geworden sind. Wir betreiben hier knallharte Detektivarbeit in den verschiedensten Bereichen auf dem Gebiet der Diagnostik. Und wir haben zahlreiche Möglichkeiten, dann auch wieder therapeutisch, um Ihren Stoffwechsel zurück ins Gleichgewicht zu bringen. Und dafür sind wir einfach nur dankbar, dass Menschen auch anerkennen, was wir hier für sie tun. Und ihr Körper ist in der Lage, sein Gleichgewicht wieder zu finden. Der macht nämlich keine Fehler, ihr Körper. Sie müssen einfach nur die Voraussetzungen schaffen. Und heute, wie gesagt, Dessert. Und dieses Dessert ist mehr als innovativ, denn es besteht aus drei Zutaten. Und eine dieser Zutaten ist ein Gemüse. Ja, liebe Zuschauer, man kann aus Gemüse Dessert machen. Man verwendet in der Regel dann Hülsenfrüchte und hier haben wir Kichererbsen verwendet. Man könnte als Gemüse bzw. als andere Hülsenfrucht auch vielleicht schwarze Bohnen verwenden, weiß ich nicht, das müssen wir Vincenzo und Giorgia später mal fragen. Aus schwarzen Bohnen, weiß ich, kann man auch Brownies machen zum Beispiel. Kuchen werden hervorragend. Und dieses Mousse, was wir heute für Sie zubereiten, ist eine bisschen abgewandelte Variante von dem französischen Mousse au Chocolat. Ein cremiges Schokoladenmousse aus Kichererbsen. Es enthält wertvolle Inhaltsstoffe, Zucker mit niedrigglykämischem Index, mit hoher Nährstoffdichte, die Sie vor allem auch essen können, wenn Sie zuckerkrank sind. Aber darüber sprechen wir später noch. Jetzt erstmal lassen wir uns zeigen, wie das so funktionieren soll. Ein Schokoladenmousse aus Kichererbsen. Guten Abend, hallo zusammen. Ciao a tutti. Wir haben die Kichererbsen im Wasser gekocht. Wichtig ist, ohne Salz. Für die Bohnen generell müssen wir kein Salz im Wasser eingeben, weil sonst kochen die nicht wirklich gut. Also die bleiben ein bisschen hart. Und wir brauchen jetzt den Sud. Deswegen. Wie lange müssen denn die Kichererbsen kochen, Giorgia? Sehr weich. Sehr weich, ja. Was heißt das von der Zeit her? So, ich probiere normalerweise, aber ungefähr eine Stunde oder mehr. Mhm. Quanto? Un'ora si deve cuocere, sì. Dice la Giorgia? Sì, più o meno. Mhm. Pure qualcosina in meno. Dipende, si devono lasciare prima in ammollo una notte, così idratano i ceci secchi. Vincenzo hat gerade noch mal erwähnt, es kommt auch ein bisschen darauf an, von der Kochzeit her, ob Sie die Kichererbsen vorher eingeweicht haben. Wenn Sie die eingeweicht haben, dann sind die natürlich schon ein bisschen vorgeweicht und dann ist die Kochzeit dementsprechend kürzer. Also mit den Kichererbsen werden wir später oder morgen eine schöne Hummus machen. Oh, lecker! Oder sehr gut, ja. Ja, wir können auch die Kichererbsen pürieren und mit ein bisschen löslicher Kaffee zusammenmixen. Und so haben wir auch eine schöne Mousse als Dessert. Wow. Zum Beispiel. Und würde man da dann auch noch Zucker hinzugeben? Ja. Si mette anche zucchero? Ja, ein bisschen schon. Ed è interessante anche magari da proporre con dei biscotti, da fare una sorta di ringo
Was ist Ringo Giorgia? Ringo ist eine italienische Biscuit. So zwei Stück Biscuit und eine Creme. Ach, in der Mitte, okay. Genau, ja. Wieso diese. Wie heißen denn diese Kekse noch, die man kennt, mit der Schokoladencreme gefüllt? Also, man kann also, wie er sagt, dieses Kichererbsenmus, was man jetzt, wo man quasi die Kichererbsen verwenden würde, richtig, die Hülsenfrüchte eingeweicht und dann gekocht, könnte man auch noch mit löslichem Kaffee, irgendeiner Zuckervariante ihrer Wahl, Ahornsirup, Kokosblütenzucker, wie auch immer, mixen zu einem Mousse und dann so zwischen zwei Kekse packen. Anscheinend ist das auch ganz lecker. Mhm. Kann ich mir nicht so vorstellen, aber beim nächsten Mal zeigt ihr uns das. Ja, machen wir. Jetzt wird die Kichererbsensud so ein schwieriges Wort. Könntest du mir das nochmal sagen? Kichererbsensud. Kichererbsensud. Einmontieren mit einem, Schlagrahmmaschine. Schlagrahmmaschine, also mit einem Mixer. Man kann. Man kann auch einen Handmixer verwenden. Einen elektrischen. Ich weiß nicht, ob es gut mit dem Schneebesen funktioniert. Aber auf jeden Fall muss man den Kichererbsensud jetzt wie Eiweiß schlagen. Vado? Ja, vai. Non so cosa ha detto Giorgio, però. Vincenzo hat nicht unseren Witz verstanden, weil er spricht ja nur Italienisch. E allora, l'importante è che l'acqua fava. Das Wichtigste ist, sagt er, dass das ist meine lustige Sendung, liebe Zuschauer. Ist doch schön. Ich hoffe, Sie können auch zu Hause lachen. Okay. Den Kichererbsensud. Deve essere abbastanza fredda. Der muss kalt sein. Okay. Una volta che è fredda, la versiamo. Wenn er erkaltet ist, dann tut man ihn quasi in das Gefäß. E l'andiamo a montare, senza niente, senza aggiungere niente. Tun wir ihn einfach wirklich aufschlagen, so wie als wenn sie Eiweiß schlagen würden. Bitte kein Zucker, kein Salz, nichts hinzugeben. Okay. Jetzt werde ich. Questo devo montare tipo 5 minuti. 5? 5 minuti, finché non c'è più acqua. Okay, lo lanciamo quando non c'è più acqua sotto. Ok. Intanto c'è già, puoi mettere il cioccolato con lo zucchero dopo. Fai la pausa. Sì, pausa. Wir machen kurz das Gerät aus, damit ich kurz erklären kann. Man muss das Eiweiß bzw. das falsche Eiweiß, den Kichererbsensud jetzt ungefähr, hat er gesagt, 5 Minuten schlagen, bis wirklich alle Flüssigkeit nicht mehr vorhanden ist. Und Giorgia währenddessen schmilzt die Schokolade, oder genau, was machst genau, du? Genau, ja, mit, okay. Mit Kokoszucker. Okay. Und Giorgia hat quasi gerade den Kokoszucker in die Schokolade gegeben und schmilzt sie jetzt zusammen auf dem Wasserbad. Können sehr lang sein. Ich spreche einfach mal ein bisschen lauter, dann verstehen Sie vielleicht. Vincenzo sagt, dass quasi der Kichererbsensud einfach so schön aufgeschlagen werden kann, weil er ganz viele Eiweiße besitzt. Was das? Und man kann auch, das hat er noch ergänzt,
daraus zum Beispiel diese Art Meringue machen. Wie sagt man denn noch Meringue auf Deutsch? Oh, George, weißt du das? Meringue. Diesen Eismehl mit Zucker. La meringa c'è uno zucchero sciolto, c'è un cereale puro, questo è un cereale, però è tipo, sembra quasi una zucca, possono fare anche delle piccole meringhe e col forno, come con il cimento, facendo uno zucchero puro, facendo uno zucchero, che è proprio una meringa italiana, lo mettono in forno e si fanno asciugare a temperatura di 60-70 gradi. Georgia, jetzt hat er eben erklärt, dass man zusammen mit Kichererbsensud, Zucker, genau, ja, diese Meringue machen kann, oder? Genau, ja. Und wie lange müssen die im Ofen sein? Ich würde eine Nacht, quanto devono restare in forno? Un'ora e mezza, due ore. Ah, non seccare tutta la notte? No. Okay. Er sagt, eine Stunde sollte reichen, aber kann man das auch langsam trocknen? E quanto gradi? Mettiamo una temperatura di 120 gradi. So bei 120 Grad eine Stunde im Ofen und da können Sie dann quasi diese Masse auf Backblech setzen, in den verschiedenen Formen, so wie Sie möchten, und hätten dann, wie gesagt, diese kleinen Eiweiß-Zuckertiefchen. Il processo è molto lungo, perché parliamo di un vegetale, quindi molto lungo. Vincenzo hat eben noch mal erwähnt, dass das Schlagen dauert bei dem Rezept eigentlich lange. Ansonsten ist es ja ganz simpel. Wir haben drei Zutaten und die müssen wir irgendwie miteinander vermengen. Die Schokolade ist jetzt fertig geschmolzen. Ja, genau, ja. Hat sich der Kokoszucker aufgelöst? Nicht ganz. Es bleibt ein bisschen con i grumi dentro. Ein bisschen bröckelt. Genau, ja. Weißt du eigentlich, Georgia, wie man, wie eigentlich der Kokosblütenzucker hergestellt wird? Weißt du, wie man Kokosblütenzucker herstellt? Nein. Da klettern die quasi die Kokosbäume hoch und dann schneiden sie die Blüten auf. Ja. Dann tropft der Saft raus. Der wird aufgefangen, eingekocht, dann getrocknet. Und im Anschluss wird er dann quasi wie gemahlen. Wow. Und deswegen ist er auch so teuer, weil Kokosblütenzucker ist ja wirklich wahnsinnig teuer, liebe Zuschauer. Aber er ist einfach auch handverarbeitet und er hat so viele Nährstoffe. Er hat einen niedrig glykämischen Index, dass er einfach wertvoll für ihre Gesundheit ist. Interessant. Ich habe das nicht gewusst. Fast bereit. Un'altra cosa per mangiare la patata deve essere la bulla deve essere pulita, cioè non deve avere altre tipo liquidi all'interno, semi all'interno o aromi all'interno. Se vogliamo possiamo mettere tipo della vaniglia, ma quasi a luce. Questo è molto importante, perché sennò non muore. Ja, Vincenzo ha gerade gesagt, die Kichererbsen tut montiert nur, wenn wir keine, also wenn es allein ist. Also man kann eventuell nur ein bisschen Vanillepulver dazugeben, aber sonst nichts, weil sonst kann das nicht einmontieren. La consistenza. So wie Eiweiß. Sembra quasi meringa. Das sieht wirklich aus wie Eiweiß. Und nochmal für Sie, liebe Zuschauer, einmontieren bei den beiden heißt immer einfach aufschlagen. E l'importante che non cade. Wow. Cioè, quando è così, va benissimo. Wenn es so ist, dass es quasi nicht runterläuft oder tropft aus dem Gefäß, ist es perfekt.
Okay, ora versiamo la nostra cioccolata. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Lo versiamo in tre parti. Genau. Jetzt, also, nee, Giorgia, erkläre du, du bist der Koch. Danke. Macht das in drei Schritt, also dreimal langsam und einfach sehr, sehr leicht mischen, von unten nach oben. Okay. Mhm. Das ist sehr wichtig, weil sonst ist munter. Sonst geht das kaputt. Poi l'importante anche del cioccolato, non deve essere caldissimo. Ja, und die Temperatur von der Schokolade muss lauwarm sein. È meglio se una temperatura tipo che lo facciamo arrivare a 40 gradi va benissimo, proprio un monte proprio perfetto. Mm-hmm. Poi noi per una questione di tempo facciamo così. Però come potete notare. Also die Temperatur, sagt Vincenzo, sollte ungefähr so 40 Grad haben. Das wäre perfekt. 40, 40 gradi? 40 gradi il cioccolato temperato va benissimo per questa ricetta. Perché noi abbiamo l'acqua flabba. Ma 40 gradi è bollente? Sì. Sì, va bene. Ok, cioè, noi also abbiamo doch. Poi la consistenza, tipo, questa è molto più calda di 40 gradi. Ok. Quindi perché l'abbiamo fatta sciogliere, è molto più calda. Das ist, ich habe immer gedacht, es war so ungefähr 30 Grad. Ja. Yeah. Also er sagt, das macht nichts, sie kann wirklich warm sein, die Schokolade. Jetzt machen wir eine Cappuccino. Oh, ein Cappuccino? Mousse. Ja. Wow. Ora abbiamo la nostra mousse. Jetzt haben wir quasi die fertige Mousse. Sembra liquida, però quando noi lasciamo riposare in frigo si riprende. Perché c'è il cioccolato fondente. Noi abbiamo già preparato precedentemente. Also, wenn jetzt, wenn man das Mousse jetzt so anguckt, die fertige Masse, dann sieht das so ein bisschen flüssig aus, sagt er, aber das wird jetzt quasi nochmal in den Kühlschrank gestellt und dann wird das fest. Ma io mi chiedo che il cioccolato caldo non detruisce l'acqua fabba montata. Also ich frage nochmal, weil das habe ich noch nicht ganz verstanden, dass die heiße Schokolade nicht auch wirklich das aufgeschlagene, eiweißartige, den Kichererbsensud quasi zerstört. No, boh. Il cioccolato caldo, se lo lasciamo a una temperatura giusta, non ostruisce perché quando rimane così, bella morbida al cucchiaio, va benissimo. Genau, es bleibt so. In questo caso potreste anche fare, invece di mettere tutto il cioccolato all'interno come abbiamo fatto noi, potete lasciare un po' l'acqua fabba a parte, bianca, e dare quella sensazione di cappuccino. Quindi mettendo su un po' di cacao. Man könnte jetzt quasi auch nicht die ganze Schokolade reingeben, beziehungsweise noch ein bisschen von dem Kichererbsen-Eiweiß einfach zur Seite packen und dann quasi da noch so weiß on top setzen, bisschen Kakaopulver drüber streuen, dann würde man wirklich denken, man hat ein Cappuccino. Genau, ja. Wow. Probieren wir das? Auch unbedingt. Okay, dann. Wahnsinn. Währenddessen Giorgia den Kakao rüberstreut und ich mich gleich freue, liebe Zuschauer, einfach nochmal zusammenfassend auch den gesundheitlichen Effekt, gerade auch bei Patienten, die vielleicht an der Zuckerkrankheit leiden. Dieses Mousse hat nur drei Zutaten. Und es ist eigentlich Wahnsinn, was man aus drei Zutaten alles so in Windeseile zaubern kann. Für die Süßmäuler unter Ihnen sicherlich eine Gaumenfreude, aber auch für die Diabetiker. Und gerade der Diabetes Typ 2 ist ja eine Erkrankung, die nicht selten auftritt. Und Diabetes Typ 2, vielleicht wussten Sie es, ist hausgemacht. Das heißt, Sie oder die Menschen, die Sie gerne haben in Ihrer Umgebung, sind entscheidend dafür verantwortlich, ob sie ein Diabetes Typ 2 entwickeln oder nicht. Denn der Diabetes Typ 2 ist eigentlich nichts anderes als über Jahre hinweg zu viel Zucker, in Form von natürlich normalem Zucker, aber auch die Stärke, Getreide, Brot, alle Arten von Backwaren, die Süßgetränke natürlich und zu wenig Bewegung. Der Zucker
ist immer schön im Blut und zirkuliert. Und die Zellen, die kriegen den Zucker immer wieder zugespielt, aber wissen eigentlich gar nichts damit anzufangen, denn so viel Zucker können sie gar nicht verarbeiten. Und irgendwann sagt sich die Zelle, was soll ich denn damit? Ich kann den nicht verstoffwechseln und macht ihre Schlösser zu, sodass das Insulin, das eigentlich der Schlüssel ist, um den Zucker in die Zelle zu lassen, keine Wirkung mehr hat. Und Diabetes Typ 2 ist die Insulinresistenz. Das heißt, der Zucker kommt nicht mehr rein. Er schwimmt dann im Blut und was passiert? Er wird umgewandelt von der Leber zum Beispiel in Fett. Das heißt, wir haben die Fettleber, die entstehen kann. Wir haben das Gewicht, was immer weiter zunimmt. Und dieses Rezept kann Ihnen helfen, Ihren Blutzuckerspiegel konstant zu halten und auch diese Insulinresistenz zu durchbrechen. Denn wir haben hier Kichererbsen. Gut, wir haben hier den Sud. Aber wenn man mal so die Kichererbse an sich anguckt, dann ist es eine Hülsenfrucht, die ja sehr viele Ballaststoffe hat. Und Ballaststoffe machen in Kombination mit Zucker einen langsameren Blutzuckeranstieg. Und genau das will ich haben. Ich möchte einen langsamen, konstanten Blutzuckeranstieg, insbesondere bei Diabetes und nicht diese Blutzuckerspitzen und Abfälle, die es so gibt. Dann haben wir in diesem Rezept den Kokosblütenzucker, wie ich Ihnen schon gesagt habe, ein Zucker mit einer hohen Nährstoffdichte, Inulin als wichtige Substanz für Darm, aber auch natürlich ein weiterer Ballaststoff und wir haben den niedrigeren glykämischen Index wie jetzt zum Beispiel Haushaltszucker, das heißt der Blutzucker steigt auch nicht so schnell an. Und die dritte Zutat hier, das ist die Schokolade. Und ich glaube, ihr habt rohe Schokolade verwendet. 99%. 99%, das heißt, wir haben den Rohkakao, der ungeröstet ist und somit alle Nährstoffe enthält. Und es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Kakao Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe, enthält, welche die Zellen für Insulin wieder empfänglich machen. Mit dem Rezept also können Sie sich und Ihrem Zuckerstoffwechsel viel, viel Gutes tun. Und glauben Sie mir, liebe Diabetiker, liebe Zuschauer, es gibt die Möglichkeit, was gegen seinen Diabetes zu tun. Und das ist einmal die Ernährung und das ist die Bewegung. Das heißt, Sie können Ihren Diabetes weglaufen und Sie können ihn wegessen. So einfach ist das. Und der Diabetes Typ 3, nur mal so als Information, das ist eine der vier wichtigen Ursachen für die Entstehung von Alzheimer. Diabetes Typ 3 ist Alzheimer, ist Demenz. Und die Ursache, eine der vier Ursachen, Entschuldigung, das ist die Insulinresistenz. Das heißt, ganz, ganz wichtig, dass Sie jetzt beginnen, den Diabetes wegzuessen und wegzulaufen. Einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao a tutti.